Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ich hatte zuletzt keine Ahnung und habe auch nur versucht, einen kleinen Tipp zumindest herauszufinden. Und wenn ich das richtig verstehe, ist Nahrung nicht das Einzige, was Jep als Nahrung braucht. Aber ich kann mich auch gerade total täuschen. Auf jeden Fall möchte ich mich einmal mit als Jep von Mina drücken lassen und in der Hoffnung, dass die Energieanzeige dann etwas höher geht. Da bin ich doch mal gespannt, ob das geht. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Nein. Wer weiß, welche Ich will, dass Abenteuer du noch mich vor uns umarmst. liegen. Dafür musst du in Ja, Höchstform aber ich will, sein. dass du mich umarmst. Umarm mich. Streicheleinheit. Auf Minas Schulter klettern. Streicheleinheit. Warte einen Augenblick, bevor du näher kommst. Jeb, du bist wirklich ein besonderer Affe, aber ich muss dir etwas sagen, das dir nicht gefallen wird. Um ganz ehrlich zu sein, Jeb, du siehst aus wie ein Schwein. Geh dich sofort waschen. Nein, keine Widerrede. Ein Affe, der so clever ist wie du, sollte aussehen wie aus dem Ei gepellt. Und dann will sie wahrscheinlich auch nicht, dass wir auf ihn draufklettern. Okay. Also, Jep, waschen gehen. Geh dich waschen. Ja. Vielleicht geht das ja mit, wir haben hier zum Spiel zurückkehren. Auch mal im Inventar, genau. Wir haben ja hier diesen Schwamm, den er irgendwie aus einem Blatt eklig zerkaut hat. Und vielleicht kann er sich damit ja waschen. Geht das? Nee? Wie soll er sich dann waschen? Weil er geht da ja so nicht rein. Ah, das ist Wasser. Das will er nicht. Und das ist jetzt so die Kunst, ja? Dass wir das hinkriegen sollen. Und bei diesem Geysir-Ding? Und da vielleicht? Auch nicht. Ja, es ist ja auch Schwefel halt. Ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Nee, auch nicht. Die ist irgendwie kaputt und so. Es geht auch nicht. Ja, wie waschen wir uns denn mal? Und wenn wir uns gegenseitig lausen lassen? Nee, das glaube ich geht auch nicht, ne? Das Lausen. Schlange. Schlange ist auch nicht gut. Gehen wir doch mal an die andere Wasserstelle. Obwohl, hier unten ist ja auch Wasser. Diese Schildkröte hier. Diese Schildkröte hier. Wasser, Wasser, Wasser. Überall könnte sich jetzt sauber machen. Aber nee. Er will nicht. Also, sauber machen. Das ist ja interessant. Dass er das soll, der Jep. Geh nochmal zurück. Na, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Kannst du nicht nochmal hier an diese andere Stelle? Da ist doch noch die andere Wasserstelle. Wo ist die denn nochmal da? Nee, da ist Mina. Das ist die falsche Wasserstelle. Die meinte ich jetzt nicht. Die meinte ich. Nee, die ist es auch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo das so moorig ist. Wahrscheinlich hier, ne? Ja, hier. Kannst du dich nicht hier. Du bist doch hier mitten im. Ich meine, das ist ekliges Wasser, aber. Das gibt's doch nicht. Hier ist aber auch kein Fragezeichen und nischt. Dann fällt mir eigentlich nur ein, mich von ihr hier lausen zu lassen. Lausen. Du mich, ich dich, wir uns. Vielleicht kann die ja mit uns auch was machen, aber ich anscheinend nicht, ne? Und wenn wir der irgendwas geben, können wir der die Samen zurückgeben? Als Geschenk. Haben wir auch noch nicht gemacht gehabt. Oh, da freut die sich. Da freut sie sich. Da ist die Beziehung gewachsen zwischen den beiden. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Jeppi-Kinder. Jeppi-Affi-Affen-Babys. Aber die Frage ist, wie können wir uns denn mal hier sauber machen? Vielleicht hier mit diesem Loch? Irgendwie? Ja, da ist ein Fragezeichen nun. Was mache ich denn da mal? Was können wir denn da mal machen? Ich glaube, da brauchen wir Mina für. Oder er traut sich da nicht ran oder so. Also da ist ja anscheinend was, aber er geht da ja und guckt da ja nicht rein, was ich nicht verstehe.
Hier drin ist auch irgendwie nichts zu tun. Oh, hier sind ganz viele Ameisen. Vielleicht können die noch hier essen. Ameisen. Die fallen mir jetzt erst auf. Hui. Kann man da irgendwas sammeln? Eine Ameise essen. Hm. Und hier was hinlegen geht auch nicht, ja? Also, wir haben ja auch hier keine Stelle, wo wir was hinlegen könnten. Ich will den Jeb jetzt sauber machen, damit seine Energieanzeige hoch geht, damit, weil wir uns dann umarmen lassen können. Manu. Manu. Wasser. Schlangenhaut, Schwamm. Ich lasse den Schwamm mal ausgerüstet hier. Vielleicht bringt mir das ja noch was. Gehen wir nochmal hier runter. Hier ist bestimmt der andere. Der ist immer super wütend. Hier ist doch das Wasser, Mensch. Mach dich doch einfach mal sauber. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Oh ja. Wer weiß, welche Abenteuer noch vor uns liegen. Ja. Dafür musst du in Höchstform sein. Man kann das leider nie wegklicken. Kannst du das mal ihr geben? Und dann kann sie dich sauber machen. Du bist süß, Jeb. Aber ich brauche das nicht. Nee, du sollst mich ja sauber machen, Mann. Hm. Dass wir sie auch nicht essen, beides. Ihr was vorflöten hatten wir auch schon. Ach, Jeppy. Was mache ich denn mit dir? Ich meine, das Wasser wird mir ja noch angezeigt. Ist der Schwamm eine falsche Idee? Geht auch nicht. Will nicht. Sollst doch nur was holen. Den Krug geht auch nicht. Das hatte ich schon tausendmal ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Können wir den denn mal sauber machen? Die Nase hier, Mensch. Weil da ist ja das Wasser, das ist doch komisch. Ich meine, er traut sich da nicht rein und so. Ich habe keine Ahnung, ich schaue jetzt mal nach. Bis gleich. Ach, so ist das. Ja, ich bin jetzt viel schlauer als vorher. Wir haben doch das Wasserbecken auch noch da oben. Und da muss der Jeb hin. Jetzt weiß ich das. Und noch ein, zwei Sachen mehr. Aber die kommen noch. Entschuldigung, jetzt musste ich mal eben niesen. Ich denke, das ist okay, dass man auch mal niest. So, hier. Jetzt hat er getrunken. Ich will aber, dass er sich wäscht. Geht das damit jetzt? Warum geht das damit nicht? Wasch dich mal, Jeb. Der soll sich hier waschen können. Wenn du Wasser schöpfen möchtest, bist du dein Behälter. Oh, Manu. Wasch dich mal. Nein, das geht alles nicht. Ach, das ist ja doof. Das ist ja doof. Weil ich dachte jetzt mit dem Schwamm. Aber immerhin hat er wieder ein bisschen was getrunken. So, gut, wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Weil damit geht das ja auch nicht. Den Behälter vielleicht? Du benötigst einen Behälter. Es ist doch ein Behälter. Wenn du Wasser schön ein Behälter. Behälter. Doch alles nicht wahr sein hier. So, dann habe ich... Du brauchst gar nicht gucken, Amber. Gib mir größte Mühe, du. Die zweite Sache ist, dass wir den Affen da unten, weil das wusste ich ja jetzt auch nicht, wie das jetzt geht mit dem, den können wir wohl irgendwie verschrecken mit der Schlangenhaut. Das hatte ich nicht... Gucken, ob das geht. Oha, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Mit einem Gegenstand erschrecken. Ja, dann mach das mal damit. Mach das mal damit. Geht das? Das geht! Ich glaub's nicht. Ah, triumphierend. Da hat er Angst vor einer Schlangenhaut. Da muss man ja auch erstmal draufkommen. Oh, und ich will die ganze Zeit die echte Schlange herbringen. Und anstatt jemand... Ich meine, wer hat denn Angst vor einer Schlangenhaut? Das hätte, naja. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, iPhone. Ist da ein iPhone drin im Stachelschwein oder was ist jetzt hier los? Was?
Einfache Variante wird nach einigen Fehlversuchen freigeschaltet. Was denn? Was kann ich denn jetzt hier machen? Ah, hier kann ich jetzt mit dem Grashalm. Ach so. Dann leg mal los. Was kann ich denn machen? Anscheinend. Soll ich jetzt hier Ameisen jagen oder so? Oh. Das gibt's doch nicht. Vielleicht hier ganz am Anfang. Da laufen doch gerne. Und da sind doch welche, die sind ein bisschen langsam. Oh, das war eine. Die habe ich auch. Die hätte ich fast gehabt. Mensch, das gibt's doch nicht. Komm, Didi. Mann! Komm her, du. Hauptsache, ich weiß gar nicht, wie viel. Boah. Will ich haben, die Ameise. Da. Ha! Hab sie. Hab sie. Hab sie gehabt. Ameisenjagd. Ameisenjagd. Ich krieg euch alle. Hier, das habt ihr euch so gedacht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon habe. Die hatte ich jetzt auch. Na? Ah. Ich versuche schon immer dahin zu tippen, wo sie wahrscheinlich kommt. Da. Ach, hier oben. Hier sammle ich sie. Ich gucke die ganze Zeit hier unten rechts hin. Da, hier oben. Ach so. Irgendwann wird die Leiste ja wohl voll sein. Die ist ein bisschen langsamer hier, die Kleine. Ach, schwierig. Komm her, du. Kleines Krabbelfieh. Oh, ist die schnell. Soll ich die denn kriegen? Ah, die habe ich auch. Ah, kommst du hier lang? Nee. Ha! Muss ich mich konzentrieren. Ameisenjagd, Ameisenjagd. Und die eine ist so schnell. Das ist unglaublich. Ich krieg ja nicht mal die langsame hin, aber die ist so klein. Ist auch nicht so einfach. Ah! Und dabei geht sie immer dieselbe Route. Hier so. Ich warte jetzt mal, bis sie rumkommt. Gucken, ob das klappt hier, mein Plan. Da! Tatsächlich! Und wo geht die immer lang? Hier so. Immer hier rum. Da! Ein bisschen da noch hin vielleicht. Da! Oh, die Route einfach mal abgefangen. Klappt doch! Kein Platz mehr, was? Ja, kein Platz. Das war ja jetzt auch 10 Stück. Anscheinend reicht das ja. Also, jetzt wissen wir, was hier eigentlich Sache ist. Der andere Affe war hier immer wegen den Ameisen da. So. Alles klar. So, die kann ich jetzt essen, oder? Was kann ich mit denen jetzt machen? Ameisen, 10. Jawohl. Bist du platt, isst du jetzt die Ameisen auf. Alle gegessen. Jo, ich habe sie alle gegessen. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Die Regenwürmer magst du so nicht direkt essen. Können wir denn jetzt neue noch sammeln? Was sind das hier mit dem iPhone? Verstehe ich immer gerade nicht. Aber wir können anscheinend hier loslegen, oder wie? Ja, wir können wieder sammeln. Ach, das ist ja schön. Weil wenn der Jepp nicht sagt, ich habe genug von dem Zeug hier, dann könnten wir noch mehr essen.
Manchmal ist das so klar eigentlich, dass ich die kriege und dann kriege ich sie doch nicht. Da, das war auch gut. Haha. Hab ich so gedacht. Und hier kommen die auch gleich wieder lang. Da. Da. Na. Ja. Du kommst hier vorbei, ne? Jawohl. Da so ein bisschen. Hier, komm mal rum. Zack. Und die kommt hier so lang. Die kriege ich auch noch, die eine. Dich kriege ich auch noch. Ja. Ja, Ameisenfängerin. Profi. Hm? Kannst du die jetzt wieder essen oder wie? Ah, das bin ich langsam leid. Ich hätte gerne mal was anderes. Aber das ist doch klasse. Das hat doch gut geklappt. Wie ist das jetzt hier? Muss ich ja sauber. Muss ich einfach sauber machen, der Gute. Da muss ich sauber machen. Aber wir könnten ja auch die Ameisen mal verschenken hier. An Amber, die ist ja so nett. Schenken wir dir doch mal ein paar Ameisen. Guck mal. Schau mal. Die Beziehung ein bisschen verbessern. Ja, das findest du gut, ne? Hab dir ein paar Ameisen mitgebracht, du. Hm, so bin ich. Du hast mir auch deine Früchte und deine Samen und den ganzen Kram gegeben. Können wir auch mal nett sein hier. Ja, komm. Willst du noch mehr? Halt nur 0,5, aber immerhin. Und die anderen wollen ja eh nicht. Find das halt nur doof mit dem Wasser. Eigentlich. Weil ich doch ganz gerne eigentlich will, dass er sich sauber macht. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht geht. Mach dich doch mal sauber. Yep. Yep, mach dich sauber. Ich hatte nur irgendwas gelesen mit dem Wasserbecken hier. Mehr weiß ich nicht. Hm. Ich hätte jetzt halt gedacht wegen dem Schwamm. Das ist ein provisorischer Schwamm, steht hier. Hm. Aber da steht natürlich auch die ganze Zeit, dass er einen Behälter braucht. Tja. Weiß auch nicht. Kann man denn da mal machen? Sich einfach mal lausen. Das kann man machen. Freu dich jetzt. Ja, ja. Das ist klasse. Die Beziehung geht dadurch jetzt auch irgendwie nicht groß höher. Das bringt es irgendwie auch dann doch nicht. Und mit den Ameisen irgendwie was anderes noch machen? Bin ich ja jetzt genauso weit wie vorher irgendwie, ne? Jetzt habe ich ein paar Ameisen gefuttert. Es ist ja immerhin, hat er schon mal welche gefuttert. Er kann auch keine mehr, ne? Er kann keine Ameisen mehr sehen. Es ist ja einfach leid. Es ist ja alles immer dasselbe. Orangen, Ameisen. Diese ganze Auswahl, die er hier hat. Und nichts. Der ist ja schon wieder da. Und ich will sein Gewehr eigentlich endlich mal haben. Hier, geh mal weg. Slugger. Geh, verzieh dich. Verzieh dich, ich hab eine Schlangenhaut. Leg dich nicht mit mir an, du. Ah, das funktioniert nicht mehr. No! Oh Gott. Um Gottes Willen, was machen wir denn da? Tja, dann geht das nicht. Hör doch mal auf zu quengeln. Ach, Manno. Oh, jetzt, dann gucke ich eben nochmal nach. Ich will den doch jetzt sauber kriegen, den Jeb. Wie geht das denn? Bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist ja alles hier etwas merkwürdig manchmal. Leider kann ich das jetzt nicht nochmal mit euch zusammen machen, weil ich das nur ausprobiert habe und irgendwie hat der Spielstand das so gespeichert, dass wenn ich das hier lade, ja, dann geht das halt nicht. Auf jeden Fall ist es ja so, wir haben hier diesen Schwamm, der sieht jetzt genauso aus, ist quasi derselbe wie vorher, aber ist es nicht ganz, weil es ist derselbe Schwamm, so. Und der hat ja, der Jepp hat ja ein Blatt gegessen vom Baum. Den zerkaut und dann ist dieser Schwamm entstanden. Und mit dem Schwamm bin ich jetzt nochmal ans Wasserbecken gegangen. Und da ging das ja nicht, den direkt rein zu tun. Nee, man musste dann den Schwamm, den er sich selber gekaut hat, nochmal essen. Das ist irgendwie ein bisschen eklig.
Und den Schwamm, der war dann schmutzig, weil er den ja im Mund hatte. Und dann, weil der schmutzig war, und der ist jetzt halt nicht schmutzig, konnte man den halt dann ins Wasserbecken tun, den sauber machen. Und anscheinend reichte das, weil der dann nass war und den im Mund hatte oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist der Jepp jetzt, glaube ich, sauber. Und irgendwie kann ich halt jetzt nicht demonstrieren, wie das ist, wenn man den Schwamm nochmal isst. Also das geht anscheinend nur einmal. Und ich kann den Spielstand jetzt gerade irgendwie davor nicht laden. Ist ja auch egal. Jedenfalls hoffe ich, dass der Jepp jetzt genug Energie hat, um und sauber vor allem genug ist, um sie jetzt zu schmusen. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Wer weiß, welche Abenteuer noch vor uns liegen. Dafür musst du in Höchstform sein. Und vor allem soll er ja sauber sein und der ist wohl vorher nicht sauber gewesen. Das soll man angeblich auch sehen können, habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Und ja, mal gucken. Kuschel, kuschel mal. Bist du sauber jetzt ja, voll. Schwamm gegessen, ausgerotzt und wieder ins Du Wasserbecken magst rein. Streicheleinheiten, Ja. nicht wahr, Süßer? Ja. Wer nicht, ne? Wer nicht? Du scheinst in großartiger Verfassung zu sein, Jeb. Jawohl. Umso besser. Du brauchst Energie für zwei. Was ist jetzt? Kommen die Roboter wieder vom letzten Mal? Hey, hörst du das? Ja. Ein Motorengeräusch. Oh, Jeb, sieh nach, was das ist. Kommt vielleicht Hilfe? Das wäre ja großartig. Müssen wir mal nachschauen. Zum Wasser geht er bestimmt nicht. Mal gucken. Oh, was ist hier? Vielleicht einmal an den Strand. Hier ist die Schildkröte. Ist hier irgendwas? Irgendwas, was hier vorher nicht war? Ich glaube, jetzt bin ich zu weit weg. Dann gucken wir nochmal, wo das Geräusch ist. Huhu. Wo ist es denn? Wo ist das Geräusch? Mensch, wo ist es denn? Das war doch hier irgendwo. Wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was? Das war doch hier irgendwo. Ah! Oh Gott, der Roboter! Oh nein, schnell weg hier! Schnell weg! Schnell zu Mina! Oh, schnell zu Mina! Nee, Mina war da hinten. Warte, mich drehen. Mina! Mina ist weg! Nein! Wo? Wo ist Mina? Mina! Oh Gott! Nein! Jeb! Vorsicht! Da ist eine Raubkatze oder so. Oh, ist das Sparma. Was ist das? Hier aufzunehmen. Der Gegenstand verschmutzter Verband. Okay. Oh! Der Dings ist weg. Warte, können wir jetzt hier mit der Flinte verjagen wir das Ding? Vielleicht im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Bis dann! Oh, ist das spannend!